Als wir durch die heiße Wüste wandern, finden wir uns plötzlich von britischen, ja, Raubbeinen sozusagen umzingelt. Und es sieht so aus, als ob sie von weit her gekommen wären, als ob sie uns von Weitem schon gesehen und eine Falle für uns gelegt hätten. Einer von ihnen kommt nach vorne und sagt: Hallo, ihr. Hallo, Chaps, was immer Chaps heißt. Es sieht so aus, als ob diese lästigen Explorer, oder als ob ihr diese lästigen Explorer wärt, die Ägypten vor einer Zeit betreten haben. Und. Kann man was Best Friend want haben wir. Kommt friedlich mit uns und wir werden euch nichts tun. Come along peacefully. Ich würde jetzt hier gern wirklich ein Tool benutzen. 65% ist eine gute Chance. Wenn wir es versauen, kann ich immer noch nur laden. Und das muss ich auch. Nein, muss ich nicht. Haha. Die Crew teilt sich auf und rennt so schnell wie möglich in verschiedene Richtungen, aber nur Dolores kann entkommen. Die anderen werden zu einem britischen Camp in der Wüste gebracht. Ja, und genau das war es, was ich eigentlich vorher nicht spoilern wollte. Es kann sein, dass wir gefangen genommen werden. Wir kommen am Camp-Eingang an und all unsere Habseligkeiten werden zu einem Zelt, also zu einem Gefängniszelt gebracht, wo sie gelagert werden. Und einer von den Wächtern fragt uns: Wer von euch ist der Anführer? Der Boss will mit euch reden. Okay, Anna, das ist nochmal Anna. Anna wird zum schönsten Zelt im Camp gebracht, wo der Campleader hinter einem Sessel sitzt. Willkommen, willkommen, warum setzt ihr euch nicht? Es wird gesagt, dass ihr Explorer von den Renowned Explorers International Society sind. Wir erforschen hier gerade ein paar Dinge und wir können euch leider nicht erlauben, dass ihr euch hier frei in Ägypten bewegt. Und wir werden euch hier festhalten, bis wir fertig sind. Wir könnten, wenn wir jetzt ein guter Diplomat wären, könnten wir ein paar weitere Details aushandeln. Und ja, wir können jetzt. Das ist auch schon. Wir könnten versuchen, den Campleader in die Fresse zu schlagen und verlieren dann auch sofort ein Resolve. Oder wir können einfach unsere Gefühle ausdrücken. Ich glaube, auch mit Werkzeug wird das hier eher nichts. Also machen wir mal die sanfte Tour. Also wir, einer, ja, ist irgendwie nicht so gut darin, ihre Gefühle zu beschreiben. Und der Campleader wird wütend und springt nach vorne. Aber einer der Guards, also einer der Wächter, schafft es gerade noch, ihn aufzuhalten. Bringt diesen verdammten Explorer in die dreckigste Zelle, die wir haben. Und der Campleader sagt uns noch eines, bevor er uns zur Zelle bringt. Wenn ihr jemals irgendwelche aggressiv gegen meine Männer werdet, habe ich die Autorität, euch zu einem Enemy of the State zu machen, which means exploring will very, very hard, auf gut Deutsch gesagt. Er kann uns zum Feind erklären und dadurch wird unsere weitere Erforschung viel, viel härter. Und ja, und jetzt nehmt dieses Ungeziefer mit und ja, eine aggressive Attitude ist in diesem Camp hier nicht möglich. Das heißt, wir müssen höflich bleiben. Wir sind in einer sehr dreckigen Zelle in einem Zelt gefangen. Es gibt keine Betten und nur ein paar dünne, dreckige Laken, die uns irgendwie gerade so in der Nacht warm halten. Und jeder ist wegen dieser hoffnungslosen Situation ein bisschen, ja, unzufrieden, sage ich jetzt mal. Und es wird spät. Und wir entscheiden uns zu schlafen. Hätten wir jetzt mit Anna es geschafft, ihn zu überzeugen, hätten wir ein wesentlich hübscheres Zelt bekommen, aber Anna ist halt nun mal keine Diplomatin. Wir hören plötzlich etwas mitten in der Nacht und als wir aufwachen, sehen wir plötzlich, dass die Zellentüren offen sind und ihr hört eine Stimme wispern: Psst, kommt raus hier, solange ihr noch könnt. Ich habe ein bisschen von eurem Equipment in eurer Zelle gelassen. See ya! Okay, wie nett. Wir nehmen unser Zeug und gehen. Und als wir das Zelt verlassen, rennen wir in Dolores. Dolores war dabei, den Rest der Crew zu befreien und die anderen sind überrascht, dass es nicht Dolores war, die sie befreit hat. Also anscheinend irgendein anonymer Gönner, wer weiß. Dolores ist diesen britischen Goons, also diesen Raubein, was heißt Goons? Raubein? Diesen Wegelagerern.
ins, zum Camp gefolgt und hat auf die Nacht gewartet. Und während der Nacht hat Dolores die meisten der Patrouillen zur anderen Seite des Camps gelockt. Das heißt, es ist jetzt eine wesentlich geringere Chance, dass wir erwischt werden. Wir könnten jetzt noch ein paar andere Zelte durchsuchen. Vielleicht finden wir was Hübsches, aber es ist ein bisschen riskant, denn wenn wir jetzt erwischt werden, dann wer weiß, was dann passiert. Also wir schleichen uns davon und wir schleichen zum Eingang, aber das Zelt mit unseren Habseligkeiten wird von weiteren britischen Söldner, ich nenne es jetzt einfach Söldner, bewacht. Und wir können uns jetzt mit ihnen anlegen, aber wir dürfen sie natürlich nicht schlagen. Das heißt, Dolores beispielsweise fällt da schon mal aus. Oder wir können einfach versuchen, uns vorbeizuschleichen. Wenn wir es nicht schaffen, müssen wir wahrscheinlich eh kämpfen. Aber wir schaffen es, Gott sei Dank. Wir haben es an den Wagen vorbeigeschafft und es wird Zeit, unser Zeug zurückzubekommen. Wir sind jetzt in dem Zelt, wo unsere Habseligkeiten liegen. Sie sind auf einem Tisch aufgereiht mit einer Nachricht. Hallo, ich hoffe, ihr seid aus eurer Zelle entkommen. Ich wollte immer selbst ein Explorer der Society sein, aber ich habe den Test in den schottischen Highlands leider nicht geschafft. Ich habe mich dem britischen Empire angeschlossen, damit ich zumindest ein wenig die Welt sehen kann. Aber es ist einfach nur falsch, Leute wie euch einzusperren. Also viel Glück auf eurer Reise und ich habe euch ein kleines Geschenk dagelassen als Entschädigung für den ganzen Ärger. Sehr schön, und das ist der versprochene Schatz. Die Golden Scarab bringt uns immerhin 100 Renown und 10 Collect Tokens. Das hat sich doch ganz gut gelohnt. Wir gehen durch den Eingang zurück in die Wüste, als wir etwas hinter uns hören. Eine Silhouette von einer Person, die euch zuwinkt. Das muss derjenige sein, der euch gerettet hat. Wir winken zurück und verbeugen uns in Dankbarkeit. Es wird Zeit, unsere Reise fortzusetzen. Das fand ich eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Begegnung. Da haben sie sich echt was einfallen lassen. Ist jetzt natürlich so, dass ich die Folge wieder ein bisschen komisch zusammenschneiden musste, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das jetzt plötzlich so lange geht, aber egal. Ich bin dafür, wir besuchen jetzt nochmal schnell die Oase, vielleicht finden wir da noch was und dann gehen wir. Oh, der Red Rock. Und ja, wir finden noch eine Oase. Und es ist eigentlich das gleiche wie vorhin. Nur dass Dolores, weil sie eben nicht sonderlich talentiert darin ist, Fische zu fangen und geduldig zu sein, klettert sie auf Dattelpalmen und pflückt der Datteln. Dolores klettert auf den höchsten Punkt der Dattelpalme und, ja, sammelt. Ein Wind fährt durch die Bäume, aber Dolores kann sich festhalten und all die Datteln fallen auf den Boden. Sogar genug, um damit noch ein bisschen Geld zu machen. Und die anderen haben die Wasserkantinen aufgefüllt. Juhu, jetzt haben wir unsere Supplies ganz schön wieder aufgefüllt. Wir könnten jetzt... Oh, Dolores hat ein Level bekommen. Wir könnten jetzt hier zu diesem Rock schauen. Und das machen wir auch. Aber zuerst kriegt Dolores mal ihren Level up. Wir könnten Primal Roar als Debuff... Das ist gut. After casting Primal Roar. Ne, Loud Roar. Und wir bekommen den Pinning Strike. Das ist, glaube ich, ein Charge-Angriff. Und damit könnten wir unser Ziel festhalten. So, bevor wir jetzt zu diesem Red Rock gehen, muss ich auf jeden Fall speichern, denn das kann ziemlich schief gehen. Das ist so eine Art, so eine legendäre Begegnung wie mit dem Titan Ape, nur in dem Fall wahrscheinlich ohne Kampf. Als wir durch die langweilige Wüste gehen, sehen wir plötzlich einen... Entschuldigung, ich muss kurz was trinken. Sehen wir plötzlich einen ungewöhnlichen roten Sandhügel und ja, wir wandern zum Fuß des Hügels, nachzusehen, was da los ist, und das würde ich jetzt mir gut überlegen, ob ich das hier mache, Climb to the Top of the Hill. Wie gesagt, ich habe gespeichert, ich werde wahrscheinlich auch laden, das sage ich euch gleich, aber naja, schauen wir mal, vielleicht geht es ja auch gut, vielleicht mache ich mir umsonst Sorgen. Ihr klettert zur Spitze. Und ihr seid geschockt, als ihr eine gigantische
Blume, die aussieht wie eine Sonnenblume, an der Spitze des Hügels findet. Und es geht ein seltsames Vibrieren von der Blume aus. Ist es die legendäre Vibrator-Sonnenblume? Wir werden es uns mal ansehen. Oh. Wir erkunden die gigantischen Blätter und die gigantischen Samen dieser Sonnenblume. Und der Geruch um diese Blume rundherum ist sehr, ja, sehr süß, sehr angenehm. Und Dolores hat leider einen Fehler gemacht und hat versucht, einen dieser Samen herauszuziehen. Aber plötzlich fängt die Blume an, sich heftig zu bewegen und wir werden von der Blume gefressen. Ja, wir werden in den Hügel hineingezogen. Die Dinge werden ein bisschen schwierig. Die Ranke lässt uns plötzlich gehen und wir finden uns in einem ja, organischen Raum wieder und der Raum ist erhellt von scheinenden Algen, also von Glühalgen. Man kann auch sagen, wir sind dem Köder an der Angel auf den Leim gegangen. Wir könnten jetzt die Algen studieren, aber das würde ich mir sehr gut überlegen. Wir könnten auch einfach versuchen, rauszuflüchten. Und ich bin ehrlich gesagt am Überlegen, ob ich das tun werde, aber ich möchte es trotzdem einmal versuchen zu studieren. Das sind keine ordinären Algen. Diese produzieren ein schönes, ja, glühendes Licht, was Leben im Untergrund möglich macht. Ja, sieht man hier. Macht Leben auf jeden Fall angenehm. Wir bekommen jetzt zwei Study Tokens, aber das ist jetzt das Problem. Dolores sieht sich um und stellt fest, dass ein paar tote Körper an organischen Stacheln lehnen. Außerdem kommen diese Stacheln langsam näher. Je länger wir hier bleiben, desto schwieriger wird es, unbeschadet zu entkommen. Wir könnten diese Leichen jetzt auch durchsuchen und eventuell was finden. Noch haben wir 100% Chance und deswegen mache ich das jetzt auch. Einfach so aus Spaß. Diese Körper sehen so aus, als ob sie von der Blume verdaut worden wären. Und ja, anscheinend ist diese Pflanze alles Mögliche an Leben, um sich zu ernähren. Wir durchsuchen die Körper und finden ein wenig altes, aber noch immer wertvolles Equipment. Und die Stacheln kommen jetzt schon verdammt nahe. Alle suchen nach einem Weg raus, als Petrino plötzlich eine wunderschöne und vielleicht seltene Orchidee sieht. Was für ein unglaublicher Fund. Petrino will sie unbedingt mitnehmen. Aber ist es das wirklich das Risiko wert, verdaut zu werden? Ja, es ist verdammt nochmal wert. Die Orchidee sieht von nahem sogar noch schöner aus. Petrino nimmt die Orchidee mit, zusammen mit ein bisschen Erde und ja. Schauen wir mal. Wir bekommen einen Treasure, die Red Hill Orchid. Ein Schatz, den ich tatsächlich jetzt das erste Mal gehoben habe. Es gibt im Spiel auch so eine Schatzkammer, wo man alle Schätze begutachten kann und die ist jetzt neu. Wir bekommen als Picked while you were about to be digested, auch hübsch, gesammelt, als wir gerade dabei waren, verdaut zu werden. Jetzt müssen wir aber eventuell mit den Konsequenzen leben, denn das sieht schon ganz schön gefährlich aus. Wir haben keinen Platz mehr, um nebeneinander zu stehen. Es wird wirklich Zeit rauszukommen und wir haben immer nur 95%. Das ist krass. Immer nur 95% rauszukommen. Du willst mich verarschen, oder? Oh. Oh Gott, das war jetzt wirklich. Das wäre es jetzt gewesen, wenn es die 5% geworden wären. Ja, die Stacheln kommen immer näher und näher, aber nach ein wenig intensivem Suchen haben wir einen schwachen Punkt gefunden und haben es gerade noch geschafft zu entkommen. Und der einzige Schaden, den wir genommen haben, ist ein bisschen Sand in unseren Augen. Wir stehen am Fuße des Hügels und schauen zurück auf die unglaubliche Blume. Okay, das war jetzt das erste Mal wirklich, dass ich diese Begegnung erfolgreich überstanden habe. Das ist mir tatsächlich noch einen Speicherstand wert. Und dann gehen wir nochmal hier hin, vielleicht verlieren wir hier wieder alles, wer weiß das schon. Die Wüste zu durchsuchen ist manchmal leichter, wenn einige das Camp aufbauen, während andere die Umgebung erkunden. Und Anna denkt, das ist jetzt eine gute Zeit dafür. Zwei Crewmembers werden die Gegend erkunden und der andere wird das Camp aufbauen. Wer wird die Gegend erkunden? Ich würde mal sagen, auf jeden Fall Pedrino. Und der zweite wird, ja,
Er wird das Camp aufbauen. Ich würde mal sagen, Anna geht das Camp aufbauen. Dolores wird sich schon durchsetzen, falls irgendwas passiert. Und nach ein paar Stunden, oh, Dolores und Pedrino sind verloren gegangen. Sie suchen nach einem Weg zurück ins Camp und Dolores ist ziemlich sicher, es gibt einen Weg, also der Weg führt nach Süden, während Pedrino denkt, sie sollten zurück zu diesem steinigen Hügel, den sie gerade an den sie gerade vorbeigegangen sind. Welchen Plan werden wir folgen? Und da Pedrino, ich habe es mir schon fast gedacht, da Pedrino ein sehr guter Survivalist ist, folgen wir seinem Plan. Und nachdem wir Pedrinos Plan gefolgt sind, sind wir zurück zum Hügel. Und wir haben es nicht nur geschafft, uns neu zu orientieren, aber wir haben auch ein paar Lapis-Lazuli-Steine wahrscheinlich gefunden, die sie vorher übersehen haben. Und sie können gefahrlos zurück zum Camp gehen. Das war doch eine äußerst hübsche Sache. So. Jetzt gehen wir noch hier hin. Da sollte eigentlich nichts passieren. Genau. Und dann gehen wir noch hier hin. Und dann gehen wir es beim nächsten Mal. Genau, wieder nichts von Interest. Und beim nächsten Mal werden wir dann uns zum Temple of War begeben. Ich bedanke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, arrivederci und goodbye.